Skandal in Sylt. Es gibt hier zwei wunderbare Reaktionen. Die SPD, sie ist in das Fettnäpfchen getappt. Und die AfD in Brandenburg hat souverän reagiert. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich hatte gerade ein anderes Video aufgenommen, allerdings ist das Mikrofon ausgefallen. Dann schaue ich auf mein Handy und was sehe ich da? Es gibt hier Meldungen der SPD. Ihr erinnert euch noch an den Skandal von Sylt, von gestern oder vorgestern war es. Den reichen deutschen Schnöseln, die da ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben. Ich brauche die hier nicht zu zitieren, ihr werdet sicher alle wissen, was dort gerufen wurde. Es fing an mit Deutschland, den Deutschen, und dann ging es etwas ausländerfeindlich weiter. Die SPD, sie hat reagiert und sie hat mit einem Instagram-Post hier reagiert. Und die SPD, sie ist wohl in alten Zeiten gefangen, damals als man vergessen hatte, Adolf Hitler aus Deutschland auszuweisen. So haben sie hier gepostet, Deutschland, den Deutschen, kein Spaß, die unsere Demokratie verteidigen, haben sie dazu geschrieben, mit einem Aufruf zur Europawahl am 9. Juni. Ich bin gespannt, ob wegen diesem Rassismusskandal jetzt die SPD auch aus ihrer Fraktion im Europäischen Parlament fliegt, so wie das bei der AfD der Fall war. Ich wollte eigentlich zu Sylt jetzt gar kein Video mehr machen, aber die SPD, sie ist hier richtig in die Falle gelaufen. Man hat den Post umgehend gelöscht. Er ist natürlich konserviert für die Ewigkeit. Man hat dann einen anderen Post hinterhergeschoben, in dem es dann da heißt, wir hatten gerade einen Post veröffentlicht, mit dem wir auf zu verurteilen, was wir alle in einem Video aus Sylt gesehen haben. Dabei haben wir es nicht geschafft, einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt. Ja, das schafft die SPD sowieso nicht mehr. Die SPD hat fertig. Aber hier so offen dann die ausländerfeindliche Parole von dort zumindest den ersten Teil direkt mal zu übernehmen. Ja, es ist nicht verboten, das zu sagen in diesem Land. Allerdings ist es wirklich schwierig, das ohne negative Konjunktion irgendwie zu benutzen, denn das wird immer wieder gegrölt auf ausländerfeindlichen Veranstaltungen, bei Demonstrationen etc. Man macht sich damit einfach politisch unbeliebt. Aber das ist wohl hier der Kernauftrag der SPD. Ich weiß nicht, ob das Wahlkampfhilfe für Frau von der Leyen sein soll, dass sie hier betreiben wollen, aber sie haben damit ganz schön in die Soße gegriffen. Jetzt gab es hier natürlich noch eine Reaktion bei der Jungen Alternative von der AfD. Und die war auch eigentlich widerlich, wenn man so will. Die Vorsitzende hier aus Brandenburg, sie hat dann Sylt gegrüßt und dass sie dort doch bald vorbeikommt und ob man denn nicht einen Verband der Jungen Alternative gründen möchte, beziehungsweise ob es denn schon einen gibt vor Ort. Das ist in dieser Situation vor allem politisch doof. Das ist wirklich doof, das so offen zu fordern. Selbst wenn man das persönlich meint, in der aktuellen Situation kurz vor der Europawahl sollte man sich hüten, wirklich hüten, jetzt hier noch irgendwelche weitere Fallstricke aufzumachen. Es wird dann immer gesagt, das ist das Stöckchen, das sie hinhalten, über das sie springen. Ja, aber das ist Politik. In der Politik werden jeden Tag allen Leuten irgendwelche Stöckchen hingehalten und manche springen nicht. Allerdings, wenn es so offensichtlich ist, dann muss man hier auch reagieren. Und der Vorsitzende der AfD in Brandenburg, René Springer, er hat sich hier vorbildlich verhalten. Er hat sich sofort distanziert von diesem Posting und hat gesagt, das ist nicht die Art und nicht der Stil der AfD. Das ist eine souveräne Reaktion, die hier zeitnah erfolgt ist von einem Landesvorsitzenden. Davon können sich andere wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Hier zeigt René Springer, dass er wirklich fähig wäre, in Brandenburg auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt hier Leute aus den eigenen Reihen diskriminiert werden, sondern man muss sich alle, die ein Parteibuch haben, müssen sich nochmal die Frage stellen, ich habe kein Parteibuch, keine Angst, ich bin frei von einer Partei. Wer aber ein Parteibuch hat, der darf sich nicht parteischädigend verhalten. Und wer gegen die Satzung und die Ordnung der Partei verstößt, und hier wird wohl offensichtlich mit solchen Äußerungen gegen die Ordnung der Partei verstoßen, beziehungsweise man äußert sich eben öffentlich parteischädigend. Und das ist das, was ich hier so kritisiere. Natürlich kann man die Meinung haben, dass das, was in Sylt war, gut war. Ich finde das nicht gut, was da war. Ich finde viel spannender, dass es jetzt auch in der Oberschicht angekommen scheint. Der Rassismus, der Kampf gegen Rechts, ob Frau Faeser jetzt hier ein Luxusprogramm auflegt. Ich bin wirklich gespannt, was sie sich als nächstes aus der Mottenkiste zaubern. Es wird wohl wieder was sein gegen die größte Gefahr in diesem Land. Die ist von rechts. Das ist zwar nur erstunken und erlogen, es gibt die meisten Straftaten von rechts, aber warum?
Sie haben es selbst gesagt, weil sie das Dunkelfeld erhellen und damit kommen mehr Straftaten ans Licht. Also man zieht sich hier ganz bewusst seinen eigenen Gegner, den man dann auch bekämpfen möchte. Dabei ignoriert man allerdings die Gefahren, die daneben dran liegen. Und es gibt wirkliche Rechtsextreme in diesem Land, so wie es Linksextreme gibt. Die Linksextremen, die schrecken hier vor absoluter Gewalt nicht zurück. Es gibt auch Rechtsextreme, es gibt auch rechtsextreme Tötungen, das möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Allerdings gibt es hier auch Islamisten, die fordern die Ausrufung eines Kalifats. Und was das am Ende für eine Auswirkung hat, wenn hier ein Kalifat ausgerufen wird, das können sich ja die Leute mal gerne anschauen in Ländern, in denen schon nach der Scharia gelebt wird. Der Iran ist ein bestes Beispiel, kann ja jeder mal 14 Tage Urlaub machen und danach berichten, ob er das so schön findet oder ob er das vielleicht doch ein bisschen makaber findet, wenn Leute an Autokranen gehängt werden in der Straße und so weiter, Frauen verfolgt werden, Frauen gezwungen werden, irgendwelche Körperbekleidung zu tragen oder nicht zu tragen. Das sind die Folgen der Scharia. Wenn wir das dulden in Deutschland, dann sind wir wirklich mit Kopf und Haar verloren und zwar restlos verloren. Dann kann uns niemand mehr helfen, dann braucht auch keiner mehr kommen, der uns von irgendwem erlösen will. Dann ist es geschehen um Deutschland und dann wird ein neues Kapitel der Geschichte geschrieben. Das hört sich alles schlimm an, aber die Politik setzt alle Hebel in Bewegung, dass das irgendwann hier Realität wird. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Schreib sie mal unter das Video. Bis bald.